So, Freunde, heute mal kein Gaming-Thema. Ich komme jetzt mit einem anderen Thema an den Tisch, denn ey, das ist mein Zweitkanal, ich kann hier machen, was ich will. Es ist hier meine Spielwiese und ein Thema, das ich mitbringe, das geht mir natürlich auch schon seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Ihr werdet jetzt vielleicht etwas schockiert sein, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie lange mache ich das Ganze noch? Wie lange möchte ich YouTube machen? Wie lange möchte ich live streamen? Wie lange möchte ich eigentlich noch als Content-Creator oder Influencer in Anführungsstrichen im Internet unterwegs sein. Jetzt mag man vielleicht irgendwas reindeuten, was nicht zu deuten ist. Grundsätzlich kann ich euch schon mal beruhigen, ich habe absolut nicht den Willen, jetzt hier aufzuhören. Also ganz im Gegenteil, ich bin momentan an einem Punkt, wo mir eigentlich alles super gelingt. Also erstens, es macht mir super viel Spaß, meinen Hauptkanal zu bestücken mit neuen Videos, sich Gedanken zu machen, die Thumbnails zu machen. Ich bin momentan sehr, sehr zufrieden, wie das läuft. Mein Zweitkanal war so ein Puzzlestück, was mir noch gefehlt hat, was ich einfach zur Erfüllung brauchte. Und ich bin auch sehr froh, dass ihr da seid, dass ihr hier zuhört. Das möchte ich auch nochmal auf den Weg geben. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Twitch ist einfach so eine Live-Komponente, wo ich so ein bisschen einfach sein kann, wie ich will, wo ich ein bisschen Spaß machen kann, auch den verrückten Matthias raushängen lassen kann, den ich vielleicht im privaten Leben jetzt nicht so stark präsentieren darf. Und natürlich Controller-Poesie, wo ich mit Content-Creatern und leidenschaftlichen Zockern zusammen nochmal über die Gaming-Themen diskutiere. Also all das, das erfüllt mich momentan sehr. Aber man muss halt auch nochmal die Kirche im Dorf lassen. Das ist eben alles sehr zeitintensiv. Natürlich nimmt dich das auch sehr stark ein und darüber bin ich auch stolz, das möchte ich auch nochmal betonen, dass ich das, also das ist jetzt natürlich so ein Schulterklopfen auf meine eigene Schulter, weil ich sehr zufrieden bin, wie ich das eigentlich auch alles zeitlich manage, denn ihr wisst gar nicht, wie das alles hinter den Kulissen aussieht, dass ich hier irgendwelche Projekte oder Videos teilweise gleichzeitig mache, aber ey, da habe ich mich momentan sehr gut eingegroovt und bin sehr zufrieden und sehr stolz, dass ich das trotz Familie und Verpflichtungen und Vollzeitjob ja mache. Denn, auch das ist wichtig zu sagen, ich mache das ja hier nicht wegen des Geldes wegen. Also ich bin nicht auf das Finanzielle angewiesen. Ich verdiene mein eigenes Geld und nutze dieses Taschengeld, nenne ich es immer wieder gerne, die ich durch die YouTube-Einnahmen oder Twitch bekomme, immer um entweder das Projekt weiterzuführen oder meine eigenen Sachen zu führen oder halt einfach für eigene Sachen, für eigene Interessen. Ich bin aber, das muss ich halt sagen, ich bin nicht drauf angewiesen. Und aus diesem Grund, glaube ich, habe ich natürlich eine andere Erwartungshaltung an das Thema. Es ist ein Hobby, das habe ich immer wieder gesagt. Ich muss nicht auf Teufel komm raus groß rauskommen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich bin ja auch schon so lange dabei. Da könnte man schon mal eigentlich sagen, hey, du bist eigentlich ein erfolgloser YouTuber. Aber nun gut. Aber trotzdem mache ich das ja gerne. Es kommt aber in diesen Phasen als Creator immer wieder vor, dass etwas mal frustrierend ist, dass es deprimierend ist, dass es demotivierend ist, weil irgendwas nicht gelingen will, weil das Feedback nicht so da ist oder eine coole Idee, die du dir erarbeitet hast, nicht so gut ankommt. Und das kann halt eben auf das Gemüt schlagen. Und da stellt man sich dann schon die Frage, okay, wie lange will ich das eigentlich noch machen? Wie lange möchte ich hier mich noch so abackern? Wie lange möchte ich hier noch versuchen, coole Sachen zu machen und erfolgreich zu sein, wenn doch am Ende es nicht so gelingen möchte? Ich möchte nochmal vielleicht betonen, weil das vielleicht immer wieder so falsch rüberkommt, dass ich natürlich den Bock habe zu sehen, wenn etwas wächst, wenn etwas gut ankommt, wenn die Abonnentenzahlen steigen, wenn die Podcast-Hörer sich melden und Feedback geben oder bei Twitch ein Sub reinkommt, das ist eine Anerkennung. Und diese Anerkennung, die habe ich ja im normalen Leben nicht. Das muss ich ja auch sagen. Ich habe natürlich auch Leute, die mich lieben, die mich mögen, aber generell bist du natürlich irgendeine Nummer im System. Du hast deine Arbeit, du hast deine Familie, du hast so deine Hobbys und so und du lebst so ein bisschen dein Ding. Aber das ist halt etwas, das ich wirklich nicht mehr missen möchte. Eine gewisse Art von Anerkennung, egal in welcher Form. Und das gibt mir sehr viel. Das gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein. Das baut mich auf und das erfüllt mich, das muss ich halt sagen. Aus diesem Grunde würde ich auch, glaube ich, es mir sehr schwer fallen, einfach das Ganze zu kappen. Das würde, glaube ich, nicht gehen. Denn wisst ihr was? Einige wissen es vielleicht noch gar nicht. Das habe ich ja schon mal gemacht. 2014, da hatte ich meine wirklich große YouTube-Zeit. Ich meine, ich war immer noch ein kleiner YouTuber, aber trotzdem habe ich da gesagt, ich möchte jetzt aufhören. Ich bin wirklich raus gewesen. Ich hatte auch keinen Bock mehr zurückzukehren. YouTube war für mich weg und ich wollte mich auf das Leben
Leben wieder konzentrieren, wollte wieder der normale Gamer sein und wollte mich auf meinen Nachwuchs konzentrieren und hatte dann auch wirklich gemerkt, was dahinter steckt, was du dann eigentlich alles verlierst. Beispielsweise verlierst du den Kontakt zu anderen Creatoren. Das ist halt einfach so, weil durch das YouTube-Ding und viele Twitch-Streams hast du immer wieder auch so neue Projekte, mit denen du neue Leute kennenlernst, neue Sachen auf die Beine stellst. Das geht komplett weg. Es fehlt auch die Möglichkeit, auch über Dinge zu sprechen, auch Meinungen auszutauschen. Dieses Privileg, das man hat als Gamer, wenn du ein Spiel spielst und dann dir eine Meinung schon im Kopf bildest und die dann aussprechen kannst, ausformulieren kannst, das ist wie ein Ventil, das du öffnest und dann sprudelt das heraus, macht einfach mal den Kessel leer. Das mag man gar nicht meinen, was für eine Befriedigung das manchmal ist, einfach jetzt hier zu sitzen, vor dem Mikrofon und über Spiele zu sprechen, wo es sonst einfach niemanden interessieren würde im wahren Leben, aber es gibt Leute, die sich das anhören. Und natürlich ist es, wie ich das schon anfangs gesagt habe, und dieser Faktor, der mir mein Selbstbewusstsein erst gegeben hat, so ehrlich muss ich sein, den zu verlieren und aufzugeben, das ist natürlich nicht so einfach. Und das ist auch ehrlich gesagt, ich wäre blöd, wenn ich das einfach so hinschmeißen würde. Trotzdem, ich bin mittlerweile Mitte 30, habe jetzt schon über 10 Jahre, also wenn ich jetzt mal genau nehme, ich habe 2009, glaube ich, mein allererstes Video hochgeladen. Also ich bin jetzt schon mittlerweile bei 13 Jahren Content Creator da sein. Und natürlich mache ich mir Gedanken so. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man vielleicht auf andere Dinge achtet. Vielleicht hat man auch nicht mehr die Zeit und die Kraft und vielleicht nicht mehr die Ideen oder vielleicht überlegt man sich dann vielleicht etwas anderes mit seiner Zeit anzufangen. Es ist normal, dass man drüber nachdenkt und es ist auch normal, dass ich drüber nachdenke. Und wenn ich auch mal vielleicht etwas angeschlagen in dem Livestream bin und vielleicht mal sage, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder sowas, ne? Man merkt das mir auch vielleicht auch manchmal an, wenn ich ein bisschen demotiviert oder so oder deprimiert bin. Ich weiß nicht genau, wieso ich dieses Video jetzt gemacht habe. Es sollte jetzt keine Erkenntnis am Ende sein oder so, aber ich wollte nur mal sagen, sowas habe ich immer wieder, dass ich drüber nachdenke, wirklich einfach hinzuschmeißen und einfach mein normales Leben weiterzuleben ohne YouTube und Twitch und Co. Aber ihr seid auf jeden Fall auch ein Hauptgrund, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie schleimhaft oder schleimig oder wie man das nennen möchte. Ihr seid ein Hauptgrund, warum ich überhaupt den ganzen Kram noch weitermache. Auch nach so vielen Jahren, auch mit viel Stress im Hinterkopf, auch mit sehr vielen Projekten, die ich teilweise gar nicht irgendwie unter einen Hut bekomme. Auch wenn ich mal meine Kinder für ein Thumbnail mal kurz aus dem Raum schicken muss, weil ich muss ja irgendwie alleine im Raum sein, weil sonst werfen die meine Kamera um. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Umstände, die etwas schwierig sind zu bewerkstelligen. Aber wie lange werde ich euch jetzt noch erhalten bleiben? Das ist natürlich die Frage, die im Raum steht. Und natürlich habe ich kein gewisses Datum im Kopf oder auch keine Absicht, jetzt wirklich sofort zu gehen. Aber natürlich muss man auch daran denken. Und ich habe es schon hier und da erwähnt, einige von euch wissen es vielleicht, das ist hier meine letzte Station. Ich werde jetzt nicht nochmal große Projekte starten oder irgendwie mich komplett verändern. Das ist jetzt hier wirklich meine letzte Station. Denn wie gesagt, ich habe schon einige Projekte hinter mir und einige Sachen schon gesehen und mitgemacht. Und das ist jetzt hier wirklich die letzte Sache. Ansonsten werde ich dann gehen. Das wird auf jeden Fall vielleicht in einem Jahr sein. Vielleicht ist es in 10 Jahren. Man weiß es nicht, je nachdem, wie es bei mir in meinem Leben aussieht, wie es auf YouTube aussieht und ob ich noch den Spaß daran habe und ob ihr noch den Spaß daran habt. Das ist eigentlich das Letzte, was ich noch sagen wollte. So, das war es auch schon mit diesem Video, mit diesem kurzen Ausblick in meine Psyche. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Macht's gut und tschüss.